jetzt haben wir dann die Dickkopf-Pralinen gemacht, das ist ein Wahnsinnsprojekt, wo man mit 8 Produkten aus der Region hat jeder Dickkopf mit seinem Produkt eine eigene Praline gekriegt. Verbockt. Das gibt's nicht. Aber ich habe das gemacht, ja. Ich habe viel Geld, ich bin immer betteln gegangen. Das, was heute Crowdfunding heißt, habe ich vor 15 Jahren schon gemacht.